Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Dino Crisis. Ganz genau, liebe Leute, und wir waren beim letzten Mal hier in dieser unterirdischen Anlage, haben uns hier weiter durchgeforscht und waren auch im Laborbereich oben. Allerdings haben wir hier unten ein Funksignal von noch lebenden Mitarbeitern bekommen. Und die wollten wir retten, allerdings diese Rettung ist fehlgeschlagen. Schaut mal, was hier passiert ist. Wir haben dieses Riesenvieh jetzt hier unten drinne, diesen T-Rex, Leute. Der hat nämlich die Leute hier zerfetzt. Ganz genau. Und der T-Rex, der hat jetzt natürlich auch hier den Generator total zerschrottet, wie ihr seht. Und wir müssen, unsere Aufgabe ist jetzt, wir haben hier eine Batterie rausgenommen. Und wir müssen jetzt hier in diesem Hilfsgenerator den Strom für das Ding hier unten wieder einschalten. Dann würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal. So, wir haben nämlich hier in diesem Bereich, genau hier, haben wir einen Hilfsgenerator. Und da müssen wir jetzt die Batterie reintun. Bitte installiere die Batterie. Ja, Regina, machst du? Machst du? Los. Ich habe jetzt hier die Batterie weiß. Genau, hier Batterie weiß. So, Leute. Und dann haben wir hier wieder diese Farbkombination, wie in den ersten beiden Stockwerken. Und es ist wieder die gleiche. Rot, blau, grün, weiß. Wie immer. Diet. So, jetzt haben wir nämlich auch die C-Karte. Und da sind vier Knöpfe. Das heißt, wir können dieses Ding jetzt bedienen. Was zur Hölle? Ich habe mich gerade voll erschrocken. Gut, Leute. Rot, blau, grün, weiß war das, ne? Dann müssen wir einfach nur die tauschen. Das Grüne muss auf... Genau. Und dann die und dann war es das schon. Genau. Dankeschön. Und dann können wir hier jetzt wieder den Strom einschalten. Schalter drücken. Das hat schon... Das ist schon mehr Hightech hier, ja? Mann, schaut euch das an. 55.000. Was auch immer, 55.000 von was? Keine Ahnung. Das ist eine Anzeige, die den Betriebszustand des Hilfsgenerators anzeigt. Ja, 55.000. Keine Ahnung. Gut, Leute, aber das Ding läuft wieder. Sehr schön. Dann gehen wir hier auch wieder raus und endlich in diesen Fahrstuhl. Und gucken, was mit den Leuten passiert ist. So, jetzt läuft hier auch wieder alles. Sehr schön. Und, ja, Leute. Schauen wir mal, was mit den Kollegen hier passiert ist. Großer Fahrstuhl. Das ist ja uncool, was da abging beim letzten Mal. Oh Gott. Oh Gott. Ach du Scheiße. Schaut euch das an. Oh, Leute. Was ist das? Eine Karte. Port. Hafenschlüssel. Teil des strikten Sicherheitssystems. Öffnet das Tor zum Hafen. Ah, okay. Vom Tyrannosaurus völlig zerfetzt. Tja, Leute, das sieht schon sehr übel aus, ey. Was, der blöde T-Rex da, was der da hier mit den Leuten veranstaltet hat. Eine Eingabe des D, okay. Vom Tyrannosaurus völlig zerfetzt. Das ist uncool. Schaut mal, das waren drei Leute. Und drei Leute haben es nicht hingekriegt. Stecker. Und der Aufzug ist jetzt natürlich hin. Er ist völlig hin. Es ist ausgeschlossen, ihn wieder zu benutzen. Das heißt, wir hängen hier unten fest. Ja gut, okay. Dann hängen wir hier unten fest. Und, ja, schaut euch das an. Also wie gesagt, die Eingeweide hängen hier überall raus und sie sagt da gar nichts zu. Naja, wir haben es nicht geschafft, aber wir kommen auf jeden Fall weiter. Ja, das ist wieder typisch Capcom-Spiel. Ganz ehrlich. Aber gut, Leute, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal zurück zum Rick. So cool, wie wir hier sind. Und, ja, bringe ich mal die Schlüssel, die wir jetzt hier gefunden haben. Und genau, liebe Leute, dann würde ich sagen, bin ich mal wieder froh, dass ihr dabei seid hier beim guten alten Dino Crisis. Erzählt mal, wie es euch so geht. Mir geht's sehr gut. An diesem Sonntagabend tatsächlich nehme ich das auf.
Und ja. Genau, morgen fängt wieder eine neue Woche an. Allerdings ist jetzt hier gerade WrestleMania-Wochenende. Das heißt, ja, nachher wird wieder WrestleMania geguckt. Ich bin nämlich übelster Wrestling-Fan. Aber gut, Leute. Dann war das hier. Genau, mit dieser Tusi hier. Rick, du bist hier. Ich habe was für dich. Hallo, Rick. Oh, Safe Raum. Denk schneller. Yes. Jawohl. Sehr gut. Hab ein bisschen was getrunken. Experiment. So how are we supposed to get around this thing? Either we find a way or we both end up as dino droppings. Not funny. Okay, I'll pull up any relevant data on the computer. Regina? You search around for any possible clues or leads. Oh, Leute, das ist aber schade, dass das hier nicht angezeigt wird. Leute, das ist verdammt schade. Weil ihr seht hier, wir können hier nicht weiter. Eigentlich wird hier so ein verschwimmendes Bild angezeigt. Und dass wir hier nicht weiter können. Der einzige Indikator, der jetzt gerade darauf hinwies, dass es kein leerer Gang ist. Oh Mann, Programmierfehler, ey. Ist einfach, ihr habt die Münze gesehen, ne? Die ist verschwunden. Und ja, wenn wir hier weitergehen, ist es gefährlich weiterzugehen. Ja, genau. Hier ist nämlich so eine Raumkrümmung. Eine Code Disk S im Moment schon mal. Und ihr erinnert euch an das Experiment im oberen Bereich. Wo wir im Kirks Geheimlabor waren, da war so ein Energieexperiment am Laufen, sowas Blaues. Und sowas ist das hier auch. Das versperrt uns den Weg. Das heißt, es gibt hier eine Barriere sozusagen, wo wir nicht durchkommen, weil uns das irgendwohin teleportieren würde. Und genau, da müssen wir jetzt. Das ist nämlich eine Nebenwirkung von dem dritten Energieexperiment. Und da müssen wir jetzt weitermachen. Genau, also das heißt, das ist der Weg raus. Allerdings ist der versperrt. Okay. Gut, Leute, da müssen wir jetzt irgendwas suchen, was uns da helfen könnte, das Ding raus wegzukriegen. Und ich kann es euch schon mal sagen, es ist der dritte Energiegenerator. Okay. Ein Supercomputer zur Steuerung der Systeme des Hafens. Ja, wir sind nah dran am Ausgang, aber doch sehr weit weg. Der Waffen wird von Neos überwacht. Hier wird die Verteilung der Waffen rund um die Insel dargestellt. Rick, alles klar? Rick, alles klar? This isn't looking good. Our only chance may be to use the third energy. Ganz genau, liebe Leute. Wir als Laien müssen die dritte Energie benutzen, um hier wegzukommen. Ja, das klingt ziemlich krass, aber es ist halt so. Und nein, ich möchte nicht speichern, ich arbeite mit Save States. Und oh, Leute, das ist jetzt aber kein guter Soundbug. Wartet mal, mal kommt. Ach du Heilige. Wartet mal gerade, ich muss mal gerade irgendwie gucken, dass ich die Soundbox hier wegkriege.
Ja, sehr schön. Gut, Leute, das heißt, die Musik, die hört sich schon so mysteriös, Rätsel und so an, ne? Ja, genau. Das heißt, wir müssen jetzt einen dritten Generator einschalten. Und da müssen wir erstmal gucken, wo der überhaupt ist, ne? Zentraler Durchgang. Hier ist nichts mehr los. Wie viele Stecker habe ich denn? Ich habe 3 Stecker, Leute. Oh mein Gott, ich habe 3 Stecker, ich habe 3 Stecker, ich habe 3 Stecker. So. Das heißt, wir können hier Muni holen. Für einen Giftpfeil und 3 Hitzegranaten. Das hat sich gelohnt, finde ich. Giftpfeile gehen halt immer, ne? Verstärker, Verstärker, Multipler. Oh, da ist noch mehr drin. Betäubung. Ah, Medizin S. Habe ich nur noch eine? Wartet mal. M plus habe ich noch eine. Ja, nimm die mit. Komm, ich brauche mal ein bisschen Medizin hier. Giftpfeile habe ich ausgerüstet. Sehr gut. Aber wartet mal. Ich nehme mal gerade die... Kriegen wir noch Pistolenmuni überhaupt? Nee. Nimm den Giftpfeil. Ist schon okay so. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, das nächste, was wir jetzt machen müssen, Durchgang zum Experimentierbereich. In diesem stylischen Safe-Raum, wo wir beim letzten Mal drinne waren, wo wir da angehalten wurden, quasi von dem Alarmsystem, hier vorne, da müssen wir jetzt rein. Und wir haben ja diese beiden Schlüsselchips bekommen. Stelle für Sicherheitspässe, genau. Wir haben ja hier diese... Das sieht geil aus, Leute. Das sieht echt geil aus. Mit der roten Wumme. Genau, Leute. Jetzt ist nämlich wieder ein bisschen Rätselzeit angesagt. Und zwar, ihr seht ja hier diese Maschine. Damit verwaltet die Information der Schlüsselchips. Und wir haben ja beim letzten Mal, wenn ihr euch erinnert, haben wir hier B2 Schlüssel 1 und 2 gefunden. Das heißt, überprüft das mal bitte. 0392. Das heißt, B2 Schlüssel 1 und hier hinten noch, ne? Das ist nämlich wieder so ein Schreibgerät. 0392. B2 Schlüssel 2. So. Genau, dann würde ich sagen, wieder Rätselzeit. Ich habe gerade geguckt, ob die Musik hier auch gut ist. Gut, Leute, Passwort 0392. So, Eingabe bestätigt. Die Magnetdaten für den Code 0392 werden gezeigt. Bitte überschreiben Sie die Magnetdaten der Schlüsselchips. Schaut mal da, Leute, das kennen wir doch irgendwo her. Nächstes Rätsel hier. Und? Ihr seht, wir haben 2 Karten. 2 Karten mit verschiedenen Daten. Und die müssen wir jetzt so anordnen, dass auf der linken Seite nur leere Felder sind. Und rechts unten rot und oben grün ist. So, dann haben wir das jetzt erstmal sortiert. Ich mache das nämlich so. Wir können jetzt hier nach links und rechts schwingen. Ich mache das jetzt erstmal so, dass ich das auf beiden Seiten sortieren werde. Auf beiden Seiten die leeren nach unten und die farbigen nach oben. Genau so. Und dann haben wir jetzt hier eine Zusatzfunktion, und zwar verschieben. Verschieben, Leute. Schaut euch das an. Zack, wir können die Dinger austauschen. So einfach ist das. Und ich glaube, dann haben wir es schon, wenn wir es jetzt hier haben. Einfach nur hin und her schieben der Teile. Das ist wirklich simpel. Da haben wir es doch schon. Sehr schön. Schreibe Daten. Bing. Sehr schön. Du hast die überschriebenen Schlüsselchips an dich genommen. Okay, Leute. Dann haben wir jetzt hier wieder unsere Schlüssel überschrieben. Okay. Gut. Wofür wir die brauchen, seht ihr gleich. weil ich weiß ja schon, wie es hier weitergeht quasi. Nur halt die Schockermomente, ne? Die habe ich noch nicht.
drin. Na gut. Ja, DDK-System. Hier können wir jetzt auch weitermachen, Leute. DDK-Schloss S. Schau ich das an. Oh. Was ist das denn? Was war das denn jetzt nochmal? Ah, das waren wieder die Reihen. Leute, ihr seht, die sind wieder so angeordnet, die Zahlen. Müssen wir wieder die Spalten wegnehmen. Das heißt, von links nach rechts, von oben nach unten lesen. Aber die Spalte 2, 5, 6, 7 und 9 rausnehmen. Das heißt, dann haben wir das S. Zeile 2 ist raus. T. Dann haben wir Zeile 5 ist... Ah, wartet mal. Da steht nix. A. Baby. B, genau. Ich lasse einfach die Zeilen jetzt weg. Okay. IL. Stabil. Das ist schon ein ziemlich stabiles Rätsel hier. I. Ah, ich glaube, ich weiß es schon, Leute. Z auf jeden Fall. Stabilizer, glaube ich. Stabilizer. Komponente des dritten Energiegenerators. Zack. Schloss ist offen. Und da können wir hier rein. Abspeichern? Nein, danke. Bin ich mal gespannt, wie es jetzt hier weitergeht, Leute. Oh Gott. Bitte was? Mach mal bitte den Soundbug weg. Oh Gott, der ist ja schlimm. Oh, diese Soundbugs in den Safe Rooms ist immer so krass. So, haben wir es jetzt. Danke. So, Leute, können wir weitermachen. So, dann haben wir hier einen Bereich. Boah, Hightech, Leute. Ich sag's immer wieder, ich bin echt begeistert von dieser Hightech-Anlage hier. So, was haben wir... Oh! Ist das nicht geil? Ach, ich liebe ja so Spielereien, ne? Ist das nicht geil? Wir wurden einfach mal so desinfiziert. Krass. Schiebetür. Oh mein Gott. Wir sind hier echt in einem echt mega technisierten Bereich hier, ey. Ja, gut. Okay, dann. Hier vorne diese Tür, liebe Leute. Das Schloss ist nun offen. Wisst ihr, wo wir da rauskommen? Wir sind jetzt nämlich in dem gleichen Bereich. Wartet mal gerade. Im gleichen Bereich wie? Hier, genau. Und ihr seht, da ist wieder so ein dummes Vieh. Schießt einen Giftpfeil drauf. So. Hör auf zu knabbern da. Was auch immer der da geknabbert hat. Da lag doch nichts. Was auch immer der geknabbert hat. Keine Ahnung. So. Gut, dann... Teilelager. Okay. Interessant. Teilelager. Ja, werden wir später erfahren, was es damit auf sich hat hier. Was ist das hier? Zum Öffnen der Tür wird eine Karte der Stufe A benötigt. Oh Mann. Stufe A-Karte, also. Da kommen wir noch nicht rein. Aber wartet mal, wir haben ja da hinten noch diese Tür. Ne, die ist ja noch offen. Würde ich sagen, gehen wir da nochmal kurz rein. Ja, würde ich vorschlagen, erkunden wir erstmal alles. Und ich hoffe, dass das hier jetzt hier der einzige Dino war. Wartet mal. Ich habe noch eine andere Idee. Hier war doch diese Medizinkiste. Zugang. Ich habe eine Medizinkiste aufgemacht. Ja, das kann schon sein. Ich bin halt mehr auf Mundi getrimmt. Wie ihr hier auch seht. Granaten, Hitzegranaten, Giftpfeile. 00 Schrot. Ja, ist schon ordentlich. Gut, Leute, stimmt, hier vorne waren wir ja noch gar nicht, ne? Diet. So. Genau, jetzt können wir nämlich auch hier rein. Ein Wiederbeleber. Habe ich Pfeile S? Nö, aber kann ich mir.
Kann ich mir machen, glaube ich, oder? Wartet mal, Wiederbeleber habe ich aufgesammelt. Wartet mal gerade, ich muss noch mal kurz in die Kiste zurück. Genug Betäubung habe ich ja wahrscheinlich. Hier, diese Munikiste, da habe ich ja schon eine. Betäubung, so. Na, jede Menge Betäubung schon mal. Aber ich hätte gerne Pfeile. Habe ich keine Pfeile? Funkraum, ich habe nur Betäubung. Gut, dann nimm dir die Betäubung hier raus, komm. Dann muss ich die halt Schritt für Schritt jetzt mischen. Betäubung mit Betäubung. Pfeile L. So. Mixen. Blutstiller, ja, brauche ich eigentlich gar nicht, ne? Ne, Blutstiller plus. Was bringt das? Auch nicht, ne. Gut. Nimm die Betäubung raus. Dann mische ich mir jetzt nämlich manuell die Pfeile S. 4 Pfeile M++. 3 Pfeile S++. Ha. Und Wiederbeleber und Giftpfeil. Genau, das wollte ich haben. So, Leute, dann Sort. Da ist nur ein Verstärker drin, da ist gar nichts drin, da ist gar nichts drin. Also ich spiele schon effizient, muss ich sagen. Da habe ich noch zweimal Betäubung drin. Und hier habe ich noch zweimal Betäubung drin. Und Multipler. Multipler. Wartet mal, vielleicht kann ich doch... Vielleicht kann ich mir noch eine Medizin mixen. Ja, großes Mischen jetzt hier. Ach, schau dich das an. Eine Medizin S. Zwei Medizin S. Ermöglicht eine vollständige Heilung und stoppt alle Blutungen. Ha. Das heißt, wir brauchen gar keine Plus Plus. Wobei, die können wir ja noch damit mischen. Zwei Medizin S Plus. So. Dann haben wir jetzt auch wieder ein bisschen Medizin hier, Leute. Das ist doch schon mal gut. S Plus Plus und S Plus. Ja, das passt. Passt, wir sind gut vorbereitet, würde ich sagen. Ja, sorry Leute, das musste jetzt gerade mal sein. Da wir da diesen Wiederbelieber gefunden haben. Aber nichtsdestotrotz gehen wir jetzt noch kurz hier in diesen Raum rein. Und Stabilisator Experimentierraum. Und noch so ein Hightech-Raum. Und da ist wieder ein Dino. Der knabbert wieder an irgendwas. Die DK-Code des D. Aha, habe ich jetzt also auch beide Türen. Beide DDK-Dis. Okay. Das hört sich schon eklig an, ey. Was ist das da? Ein Stecker, ach geil. Okay. Dann, dann. So, getroffen. Ha, geil. Da ist er. Ha. Möglichst wenig Stress einfach, Leute. Möglichst wenig Stress hier. Da habe ich echt keine Lust drauf. Gut, oh Gott, was... Oh, Leute, ich habe mich voll erschrocken. Der Fernseher geht manchmal aus hier. Na gut. In der Mitte des Tisches befinden sich die Entwürfe diverser Teile. Okay, was haben wir hier? Diverse Maschinen auf der anderen Seite des Raums sind durch den Glasschild zu sehen. Das Glas fungiert als Anzeige und zeigt den gegenwärtigen Zustand der Maschinen. Das ist schon... Das haben wir selbst heute noch nicht. Statusanzeigendes Glas haben wir heute noch nicht. Das ist schon stylisch, muss ich sagen. Was ist hier wieder? Stufe A. Och, Leute. Okay, ist ja gut. Haben wir hier sonst irgendwas? Außer einen toten Dino und diverse Teile. Was ist das hier? Willst du das Steuerfeld bedienen? Oh. Code. 1111. Nö, hab ich nicht. Hab ich nicht. Hallo? Ich will doch das hier. Na, geht nicht. Okay. Hab ich nix. Okay. Leute, dann sind wir hier durch. Mit diesem Raum. Und, ja, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, da die Folge auch schon voll ist wieder. Es geht echt schnell.
gehe ich jetzt nochmal kurz zurück. Weil dann haben wir nämlich hier in diesem Bereich erstmal nichts verloren. Dann müssen wir jetzt nämlich hier weiter. Weil wir sehen ja auf der Karte, da oben ist ja noch eine Tür. Genau, da rechts, da ist ja noch eine Tür. Und was hinter dieser Tür ist, liebe Leute, sehen wir beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, mache ich jetzt hier genau an dieser Stelle erstmal Schluss. Nächstes DDK-Schluss. Und ja, wie es dann hier weitergeht, liebe Leute, sehen wir beim nächsten Mal. Und ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Lasst die Glocke läuten. Erzählt es gerne weiter. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.